Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Vlog hier auf dem YouTube-Kanal GamerCodes. Ihr wisst, dass heute ist der Release-Day von dem neuen Paper Mario Legenden von Untor oder so ähnlich, wie auch immer man es auspresst. Wir werden heute das Game holen, einfach ein paar Impressionen festhalten, wie das quasi so ist, wie das Game holen basically. Viel mehr wird im Vlog nicht passieren. Und wir werden natürlich das auch gleich zu Hause im Livestream ausprobieren und schauen, ob das Game wirklich so toll ist. Zumindest wenn man sich die Kritiken online anschaut, hat es durchaus viel Potenzial und viele gute Bewertungen. Und ich bin gespannt, wie das Game wirklich so wird und freue mich, das gleich abzuholen. In der Hoffnung, dass es das bei mir im Mediamarkt noch zur Verfügung gibt, weil es online ein bisschen kritisch aussah. Aber wir werden es gleich sehen, ob es noch da ist. Ich bin aber guter Dinge. So, hier sind wir schon ganz, ganz nah. Hier sind wir schon bei den Switch-Spielen. So, und irgendwo hier müsste es auch sein. Das sehe ich noch nirgendwo, Leute. Vielleicht gibt es das als vorne Informationen. Weil hier sehe ich es nämlich tatsächlich nirgendwo. Das wäre so ein Bild, vielleicht einfach nicht mal verfügbar ist, wenn wir weiter müssten. Das wäre so natürlich hart belastend. So, es hat ein bisschen gedauert, aber es hat jetzt mal Paper Mario Game. Das Problem ist, Nintendo hat das Spiel jetzt immer freitags released und jetzt, weshalb auch immer, so einen Tag früher am Donnerstag, und das hat ein bisschen zu Verwirrung gesorgt in meinem Markt, da die dachten, das Game ist morgen erst sein, deswegen war es noch gar nicht draußen. Wir mussten einfach, wie lange? Halbe, dreiviertel Stunde, glaube ich, im Markt warten, bis das Game da war, aber so ist es halt. Ja, immerhin haben wir es jetzt bekommen und ja, gehen jetzt noch was essen und ja, bin aber soweit mal sehr froh, dass wir das Game auf jeden Fall haben. Wie will ich auch dieser neue Automat, den es hier gibt? So, das haben wir jetzt erstmal an den Cooler gegönnt. Und jetzt gehst du wieder zu Smart Friends und da gibt es erstmal das zu Burger King noch ein Burger essen. Ist für erst ab 12, aber macht nichts, kann man trotzdem machen, die Uhr ist halt. Das ist jetzt mal ein sehr krasser Tag, auch wenn ich mich echt genervt habe, dass ich so lange auf dieses Game warten musste, aber da kann man nichts machen. Wenn ihr es nicht verkackt, aber es halt einfach nicht wussten, dass es Holznach sein ist, erst morgen, was soll man da machen? So ist es halt. So, jetzt sind wir jetzt mal wieder zu Hause und ich bin hier nicht, das war nicht so gut, aber hinter mir ist mein Studio. Okay, man kann einfach gar nichts sehen, bis auf dem Greenscreen hier. Und da werde ich jetzt nämlich gleich anfangen und die ersten Folgen vom neuen Paper Mario direkt vor das Aufnehmen drehen, damit die am Release-Style online sind. Ich hoffe, euch hat der kleine Mini-Vlog gefallen. Wenn ihr mehr gerne öfters wollt, das ist euch einfach mitnehmen, wenn ich mir Games kaufe und so weiter. Lasst gerne mal ein Like da und schreibt auch gerne mal was in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ciao!